Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Raft-Info-Video. Heute in diesem Video geht es um, wie soll es anders sein, um die neuesten Sachen, die in dem Update 10 rausgekommen sind. Wie ihr unten hinter mir seht, wir sind schon bei 10.06, aber es geht darum, welche Rezepte, ja soll ich sagen Rezepte, also welche Sachen man herstellen kann, um Treibstoff herzustellen. Welche Rezepte kann man machen? Was kann man alles? Was benötigt man? Am Anfang hatten wir gedacht, nur Kartoffeln. Nein, es ist mehr. Es ist viel, viel mehr. Und dazu komme ich jetzt in diesem Raft-Info-Video. Also, viel Spaß! Du warst gerade auf Balboa Island und hast verschiedene Baupläne bekommen von bestimmten Raffinerien oder Treibstoffherstellungsgedönse? Ja, du hast dir wahrscheinlich schon eines dieser Maschinen erstellt. Damit bist du zu Balboa gekommen. Und über Balboa bist du jetzt endlich zu wertvollen Informationen gekommen, diese Maschinen anzutreiben. Und zwar kannst du die nicht nur mit Holz füllen, sondern auch mit verschiedenen anderen Materialien. Und die seht ihr hier. Ihr findet auf Balboa, aber auch noch auf anderen kleineren, größeren Inseln Honig. So, und mit diesem Honig könnt ihr jeweils einen Treibstoff herstellen. Zum Beispiel 20 Kartoffeln und ein Honig gibt einen Treibstoff. Oder 40 Rüben und ein Honig und so weiter und so fort. Und ihr seht ganz unten, 7 Eier, 4 Milch oder auch 2 Köpfe plus Honig ergibt einen Treibstoff. Also ihr könnt jetzt wirklich gucken, wie viel ihr von welchen Materialien zum Beispiel auch zu viel habt und die dann einfach in Treibstoff umwandeln. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst dafür also einmal von Balboa Island diese Biokraftstoffraffinerie, also den Bauplan dazu finden und in eurem Experimentiertisch oder wie man den auch immer nennt, erforschen und dann könnt ihr diese Biokraftstoffraffinerie bauen. Ja, sie heißt wirklich so. So, hier. Biokraftstoffraffinerie. Ihr braucht dazu 12 Kunststoff, 10 Holz, 4 Seile und ein Bolzen oder Scharnier. Okay? So, wenn ihr das Ganze aufgestellt habt, sieht das Ganze so aus. Und nehmt euch einfach diese Rezepte, die ihr da gerade gesehen habt und guckt einfach mal, was ihr davon zu viel habt. Ich zum Beispiel habe einige Köpfe immer mal wieder weggeschmissen, aber jetzt könnt ihr diese zum Beispiel auch verarbeiten. Das heißt einfach zweimal Heilkopf reintun, einmal Honig und dann blubbert das los und ihr erhaltet dadurch Kraftstoff. Ganz, 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 ganz wichtig zu wissen, bloß nicht weiter nachfüllen. Also dadurch erhaltet ihr wirklich weniger wie gedacht. Normalerweise, wenn ihr jetzt zum Beispiel 10 Honig habt, erhaltet auch wirklich pro Honig einen Treibstoff oder Kraftstoff. Ihr dürft wirklich nichts weiter in diese Raffinerie reinschütten, sonst ja, funktioniert das Ganze nicht so wie gedacht. Und jetzt müsst ihr einige Zeit lang warten und dann erhaltet ihr euren Treibstoff. So, der Treibstoff ist nach ungefähr 3 bis 4 Minuten fertig. Also ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, aber ungefähr nach 3 Minuten ist der Treibstoff fertig und ihr könnt ihn dann einfach aufnehmen und zum Beispiel in eure Treibstoffkiste tun und dann je nachdem eure Motoren damit füllen. Einfacher ist es natürlich, wenn ihr diesen Treibstoffkanister herstellt. Treibstoffkanister findet ihr auch hier in eurem, ja, was ist das? Kasteninventar, Dingens, Gedönse, Biokraftstofftank. Und dafür braucht ihr 25 Kunststoff, 10 Planken, 6 Schrott und 2 Bolzen. Wenn ihr das Ganze hergestellt habt, könnt ihr es hinsetzen, wo ihr möchtet. Es ist nur riesengroß und breit. Und das Ganze könnt ihr dann mit dem Treibstoff füllen. Es sind 1000 Liter Platz,
Also ihr braucht schon oder ihr könnt sehr, 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 sehr viel Treibstoff da reintun, bis das Ganze voll ist. Und das Schöne ist, wenn ihr dann mit dem Rohr, was ihr ebenfalls hier herstellen könnt, was aber auch ziemlich günstig ist mit viel Schrott, damit könnt ihr, was wie es auch hier schon steht, nützlich für den Transport von Substanzen zwischen verschiedenen Maschinen, damit könnt ihr dann die verschiedenen Rohre herstellen und das Rohr kann dann mit weiteren Kraftstofftanks verbunden werden, hier lang führen und jeweils zu den einzelnen Maschinen angedockt werden. Die Maschinen könnt ihr ja jeweils hier hinten ein- und ausschalten und dadurch ja, kommt über den Kraftstofftank die erforderliche Menge Treibstoff direkt zu den Maschinen. Ihr müsst sie nicht mehr nachfüllen, sondern einfach, ja, sie wird halt selbst befüllt und dadurch könnt ihr ganz entspannt mit euren Motoren und eurem Steuer ja, fahren. So, das Ganze habe ich ja hier sozusagen erstmal provisorisch gemacht mit meiner Kommandobrücke. Ihr könnt also hier ganz normal steuern und gucken, wo könnt ihr hin, was könnt ihr machen. Und ja, und ihr müsst halt nicht mehr hier reingucken. Ich meine, es ist klar, wenn ihr sowas noch nicht habt, ist es schön, wenn ihr hier immer wieder gucken könnt, wie viel ist noch in meinem Tank, dass ihr schnell runterspringen könnt und nachfüllen könnt. Aber wenn ihr dann sowas habt, dann ist es natürlich schön. Ja, dann braucht ihr sowas nicht mehr und könnt auch, wenn euch die Motoren nicht so sehr gefallen, überdachen und verstecken. Deswegen mache ich auch natürlich diesen Tank auch unter Deck, weil so schön finde ich den natürlich auch nicht. Okay. Also, wie gesagt, das sind die Rezepte für den Treibstoff. Mengentechnisch, ja, müsst ihr halt überlegen, wie viel habt ihr davon? Genug, sage ich jetzt mal. Wie viel könnt ihr davon eher entbehren? Zeitlich ist es genau dasselbe. Also, es ist egal, ob ihr zum Beispiel 10 Ananas und ein Honig nehmt oder 3 Haie, Haifleisch und ein Honig. Das ist alles egal. Das dauert genauso lange in der Raffinerie, daraus Treibstoff herzustellen. Deswegen guckt einfach, was habt ihr davon genug und was nicht. So, okay, super. Hier kann ich also wieder Honig hinzufügen und es glitscht schon wieder vor sich hin. Mega. Änderungen können natürlich abweichen. Ich sehe gerade nämlich schon, ich glaube, das heißt ein Haikopf, weil der glitscht ja weiter, ne? Ich glaube, es ist sogar ein Kopf. Das wäre natürlich geil, wenn das nur einer wäre. Da warten wir kurz ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Muss nur kurz was trinken, sonst verdorcht ich hier. So. Und natürlich, bevor es dunkel wird, gell? So. All right. Weißt du was? Das ändere ich schon mal. Das ist sogar nur ein Kopf. Siehst du? Während einer Berichterstattung schon wieder was verändert. Also wie gesagt, Änderungen natürlich, ja, abweichend. Es kann sich auch nach jedem Patch auch noch was verändern. Dann mache ich natürlich wieder ein neues Video dazu und ansonsten sollte das gut sein. Ich meine, man kommt, also ich habe jetzt 14 Honig bei der Insel rausbekommen und normalerweise kriegt man sogar, meine ich, sogar 15 raus, 15 Honig und dann ihr könnt jederzeit wieder auf Balboa gehen und euch Honig abzapfen.
Die Bären sind natürlich aber immer noch da, das wisst ihr ja. Aber wie gesagt, immer wieder auf Balboa zurückkommen und Honig sammeln. Aber ihr findet auch noch auf anderen kleineren, größeren Inseln Honig. Aber dort wartet natürlich auch wieder ein Bär. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir gucken noch ein bisschen, wie diese kleine Raffinerie vor sich hin knatscht. Und wie gesagt, ein Haikopf genügt oder ein anderer Kopf genügt, um Honig herzustellen, beziehungsweise mit Honig, um Treibstoff herzustellen. So, also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Raft-Info-Video gefallen. Und bis zum nächsten Raft-Info-Video oder in den Let's Plays. Eure Frau Zuckersucht. Bis dann!